Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, am Anfang muss ich erstmal ein paar Worte loswerden. Und zwar geht es um das aktuelle Minecraft-Projekt mit Daniel zusammen. Speziell die Folge 2. Ja, also um es kurz zu sagen, mir ist die Folge 2, also die Datei, ist mir abhanden gekommen. Die ist einfach weg, ich finde die nicht wieder und ja, weiß auch nicht so recht, wo ich die noch herbekommen soll, aber das ist alles halb so wild, denn ihr könnt euch diese Folge, also aus Daniels Sicht, auf seinem eigenen Kanal angucken. Ich verlinke euch mal seinen Kanal hier bei dem Minecraft-Logo. Da könnt ihr jetzt draufklicken, gelangt dann direkt zu seiner Folge. Ja, und es ist im Prinzip dasselbe halt, nur dass man meine Sicht nicht sieht. Grob zusammengefasst, in dieser Folge bin ich in eine Mine reingewandert, habe da so ein paar Sachen zusammengesucht, ein paar nette Erze gefunden und mehr ist auch eigentlich nicht passiert. Ja, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht allzu böse und um das wieder gut zu machen, habe ich mir eine kleine Alternative überlegt und zwar spielen wir heute im Einzelspielermodus die Adventure Map Cloud Jump. Ja, welcome to Cloud Jump, read the rules behind you. So, erstmal das Interface aktivieren, hallo, Hand haben wir auch. So, only play in tiny view. Das bedeutet, wir sollen nur in geringer Sichtdistanz spielen, damit dieser Flair halt nicht verloren geht und man nicht so viel von der Welt sieht. Das habe ich alles schon eingestellt. Dann das zweite, get the cake to win. Also, wir bekommen einen Kuchen, wenn wir gewinnen. Das ist doch eigentlich mal ein ganz netter Preis. Dafür lohnt es sich doch zu hüpfen. Dann keine Cheats und keine Blöcke kaputt machen. Das ist eigentlich das Selbsterklärende. Noch eine Kleinigkeit am Rande, give credit if you make a video, das bedeutet, ich soll den Map-Erbauer in der Videobeschreibung erwähnen, das mache ich auch sehr gerne, denn die Map ist von Shamshark1521, also Download-Link in der Videobeschreibung. Ja, so ein Texture-Pack habe ich immer so ein relativ schlichtes genommen, weil ich denke, das passt ganz gut zu der gesamten Welt. Ja, noch eine kleine Sache noch hier, das habe ich vergessen, ja, changing the time to night is allowed to use the checkpoint. Ne? Man kann ja nur nachts in Betten schlafen und an jedem Checkpoint, da oben ist mal so einer, steht halt ein Bett und da kann man sich halt schlafen legen, um sozusagen zu speichern. Ich habe so eingestellt, dass wirklich pausenlos hier Nacht aktiviert ist, damit wir nicht ständig umstellen müssen. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Wenn nicht, dann halt nicht, aber dürfte eigentlich funktionieren. Hier ein kleines Start-Equipment, bestehend aus ein paar Stacks goldenen Äpfeln, einer kompletten Diamantrüstung inklusive Schwert und ja, das ist in der Endertruhe drin, an jedem Checkpoint steht so ein Ding. Die Endertruhen haben ja diese besondere Eigenschaft, dass sie das alles synchronisieren, was du reinpackst und deswegen werde ich halt zu Anfang nicht alles rausnehmen, sondern erstmal nur so vielleicht, ja, wir nehmen mal 8 Äpfel. Ne, 8 will ich nehmen, so. Damit, wenn wir runterfallen, halt nicht so viel verloren geht. Also, welcome, start with a stone path. Also, wir fangen jetzt hier vorne direkt mal an mit dem ersten Ding. So, Tiny View. Ja, Tiny View ist aktiviert. Last check to make sure you have Tiny View. Ich habe Tiny View an. Ja, ich kann es auch gerne nochmal überprüfen hier. Optionen, Grafikeinstellungen, Sichtweite, 2 Chunks. Ist also alles aktiviert, wunderbar. Also, weniger geht nicht. Als zweite Chance. So. Und da sind wir schon runtergefallen. Ja, was eine Lappenaktion. Zack, du bist gestorben. Ich lasse eigentlich mal. Ich kann die Äpfel eigentlich da lassen. Warum schleppe ich den eigentlich immer mit? Ich lasse erstmal da. Und man muss ja dazu sagen, aller Anfang ist schwer. So. Ups. So. Der nächste. Zack. Oh, eine Fackel. Wie nett. An Licht ist auch gedacht in dieser düsteren Welt hier. Ja. So, noch ein. Noch ein. So. Checkpoint. Hier in der Innertruhe ist noch alles schön drin, bis auf halt die 8 eben vergoldeten Äpfel. Wir hauen uns hier mal auf das Ohr. Jetzt hoffe ich mal, dass die Nacht dann noch da ist. Wäre sonst ein bisschen blöd. Genau, die Nacht kommt sofort wieder, so ich das wollte. Jetzt kommt der Eisteil, also der Teil, wo die ganzen Eisblöcke sind, der ist schon wieder ein bisschen schwieriger, da man auf Eis bekanntlich ein wenig rutscht. Ihr merkt das hier, das ist recht schwammig hier drauf. So, da unten ist jetzt ein Stein. Muss ich da unten drauf? Das sieht so tief aus. Aber ich denke, ne? Hilfe. Okay, das war jetzt nicht so toll.
mal ein bisschen die Noob-Skills auspacken. Das ist ja nicht wahr. Was ist denn das hier? Oh Mann, ey. War ich am Anfang hier schon verkacken. Jetzt. Ey, das ist doch nicht wahr. Man muss doch immer dieses Ding treffen können. Gibt's ja nicht. Jetzt komm. Jawohl. Oh, zieht aber ordentlich was weg. Naja, lädt sich ja zum Glück wieder auf. So, zack. Und wird direkt wieder weggenommen. Super. Das wird ja lustig dahin. Also man muss immer ganz schön schnell hier Shift aktivieren, damit man hier bloß nicht abschmiert. Sonst macht es Knacks und mindestens ein Knochen ist durch. Boah, das ist aber auch ein Dreck hier. Meine Güte, du. Das kann ja heiter werden. Aber jetzt haben wir es hier direkt geschafft. Wunderbar. Ja, nach einer Zeit ist man halt drin, ne? Aber... okay. Plumps, da ist der Boden. Ich habe Kacke gelabert. Man ist nicht nach einer Zeit drin. Man ist... man ist einfach nie drin. Ganz einfache Geschichte. Aber naja. Ist ja auch nur so ein bisschen... was bin ich froh, dass ich nicht solche so eine Kacke hier machen muss. Also in Real Life. Ja, sowas gibt es. Das wäre nämlich dann nicht so geil. Könnte ein bisschen wehtun, so, ne? Ah, das gibt's doch nicht. Diese Eisblöcke, die sind echt... die sind echt nicht so einfach, wie es aussieht, weil man wirklich da extrem drauf wegrutscht. Na gut, ich bin eigentlich nicht runtergefallen, weil ich drauf wegrutsche, einfach weil ich so dumm bin und daneben hüppe. Aber, naja, wir schieben es mal auf die Eisblöcke. Wie könnte ich denn einsehen, dass ich hier schuld bin? So. Boah, ey, das ist aber auch ein Gewibber hier. Komm, die Abstände werden immer größer. Das ist nicht geil. Und dann ist der nächste Checkpoint. Den müssen wir jetzt aber kriegen hier. So, penetriere gerade meine Shift-Taste. Wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe, ne, dann ist hier echt Ende. Komm schon. Konzentration. Oh, endlich. Hier sind sogar zwei Betten, ne? Also, falls du noch irgendwen da mitschleppst, dann kann er sich auch dazu Ruhe legen. Das war ja schon mal eine ganz schöne Farce am Anfang. So, also, was haben wir in der Endertruhe drin? Halt, in welchen Stuff wie auch immer sonst. Jetzt kommt das Leimstück. Was auch immer Leim bedeutet. Wahrscheinlich Leim wegen Limette für Grün und so, ne? Schon wieder deutlich angenehmer hier mit diesen Blöcken, die dann wieder ein bisschen abbremsen. Nicht so glibberig da rumrutschen. So, jetzt kommt da erstmal ein Leiterabschnitt. Ach. Das war aber ganz knapp. Meine Finger tun weh, weil ich so meine Tasten drücke. Ach, wunderbar. Ja. So schnell kann es gehen. Punktestand 0, was erwartet man, ne? Hier rennt ja auch ein 0 Grad durch die Welt. Ha. So. Depp. Was ein Depp. Das gibt's ja gar nicht hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Mann. Ich muss mich hier gerade schwer zusammenreißen, dass ich hier nicht laut werde. Also, jetzt erstmal hier, ne? Bisschen runterkommen, ganz ruhig. Ist ja hier alles... ganz easy. Fast schon wieder hier gut gegangen, ne? Das gibt's nicht. Da war eine Fledermaus. Also mit Shift, dann rutscht man am Ende runter. Aber das Problem ist, wenn man mit Shift anfängt zu rennen, dann bremst einen das Shift so ein bisschen weg. Und verhindert, dass man genug Speed bekommt. Aber wenn man das Shift weglässt, dann muss man auf der Platte selber ein bisschen arbeiten. Also es ist echt nicht so einfach. Zugegebenermaßen, ich bin auch, was sowas anbetrifft, kein Meister. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jedoch ich hier schon. Denn wir sind in den Wolken. Jedenfalls heißt die Map Cloud Jump. Und ich hoffe, man hört in der Aufnahme meine Tastenschläge hier nicht zu sehr. Wenn ja, tut mir das äußerst leid. Aber man kann es einfach nicht behutsam machen. Jedenfalls ich kann es nicht.
Oh, Gottes Willen, ey. Immer diese, also das Anfangsstück, das geht ja noch, ne? Aber da vorne, dieser, da geht, zack, und dann von da, darüber. Ich weiß nicht, warum das irgendwie schon zum zweiten Mal. Und das sieht ja echt kompliziert aus mit dieser Treppe, aber mit dieser Leiter. Aber das geht wirklich ganz gut vonstatten. Schwierig wird dieser hier. Oh, kommt noch so einer. Wunderbar. So, erstmal bei den Leitern hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Entschuldigung für diese nachgemachte Raucherstimme, aber... Wenigstens ist die Musik ein wenig beruhigend und nicht so ein Hardcore-Metal-Ding. Sonst würde ich, glaube ich, rumschreien und rumquieken wie so ein Hängebauchschwein. Aber dem ist nicht so. Denn das soll eine etwas ruhigere Aufnahme werden und nicht so ein hektisches Let's Play. Zähne aneinander knirschen. Ah. Hüpfe ich ihn jetzt hier. Hilfe? Also ich meine, mal im Ernst, wenn wir auf solchen, es sind ja Quadratmeterblöcke eigentlich, wenn man es auf das reelle Leben überträgt, haben wir schon Schwierigkeiten auf diesen Quadratmeterblöcken zu lernen, was dann mit diesen Millimeterpfosten, wenn wir das denn schaffen? Ja, super. Das macht auch Mut. Das ist so ein richtiger Ansporn, dass man das schafft, aber naja, ich will ja den Kuchen haben letztendlich, ne? So ist es nicht. Ich meine, für den Kuchen, da hüpfe ich jedoch gerne über die Latten. Diese verdreckten Druckplatten überall, ne? Ich meine, okay, ich lasse jetzt die Shift-Taste komplett in Ruhe, die killt einen ja hier förmlich. Mit der geht das wirklich nur bei so weiten Sprüngen, ich denke bei den kurzen kann man das auch ohne Schwert, dann springst du hinten rüber, genau. Es ist wirklich so eine schnelle Absprache der einzelnen Tasten. Sonst ist das hier wirklich eine Farce. Aber gut. Naja, ich will auf jeden Fall den zweiten Teil halt, also ich meine klar, es hat jetzt natürlich nicht ansatzweise was damit zu tun mit dem eigentlichen Minecraft-Projekt. Aber ich dachte mir, besser als nichts, und ich wollte halt den zweiten Part halt nicht komplett wegfallen lassen, dass man da wirklich da gar nichts hat. Und ich wollte jetzt nicht so einen riesen Tamam drum machen, deswegen habe ich so eine kleine Adventure-Map gesucht. Eine, die halt nicht ganz so häufig gespielt wird. Glaube ich zumindest, wenn ich falsch liege, korrigiert mich. Ich kann es einfach nicht. Das muss man wirklich jetzt mal sagen. Da Fledermaus halt den Schnabel. Ich kann es einfach nicht. Also dieser Lime Path, der ist wirklich so... nicht mein Freund. Aber gut, mehr so das insgesamt, das Minecraft-Projekt mit Daniel zusammen ist ja dazu da, oder dient dazu, den Enderdrachen im Survival-Mode zu besiegen, weil wir haben uns gedacht, ich meine klar, das Ende wurde schon zigmal, das gibt's jetzt nicht, wurde schon zigmal durchgespielt, aber immer nur mit ja, Rumfliegerei oder mit irgendwelchen Cheats oder da wurde da, was weiß ich da, was irgendwie gemacht und das ging halt dann mal total schnell und wir haben uns halt mal wirklich gefragt, was ist wirklich, wenn man das im Survival-Modus wirklich richtig versucht. Ich meine, klar, gibt es bestimmt auch welche, die das probiert haben. Ich habe jetzt kein Video dazu gefunden. Aber die Idee an sich ist ja ganz interessant, denn das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Denn da sind ja im End bin ich der Depp hier, ne, der nicht hüpfen kann. Also wenn das so mit dem Enderdrachen läuft, wie das hier gerade funktioniert, dann kacken wir direkt beim ersten Stoß weg. Aber gut, im End sind ja diese Türme, auf denen diese Heil-Artefakte von dem Drachen praktisch sind. Das sind diese Dinger, wenn der halt da dran fliegt, dann heilt der sich so praktisch. Davon gibt es, ich meine, 16, 12 oder 16 Stück gibt es da. Die sind auf solchen riesigen Obsidiansäulen in knapp 50 Block Höhe. 20 bis 50 Block Höhe müssten die ungefähr liegen. Und das erste ist halt, man muss diese Blöcke erstmal halt zerstören, damit sich dieser Drache nicht mehr aufheilen kann. Man hat halt oben so eine Lebensanzeige.
An der sieht man halt die Leben des Drachens, logischerweise, ne? Und ja, der lädt sich halt dann immer an diesen Dingern wieder auf. Man muss sie halt alle kaputt machen. Am sinnvollsten ist es mit Pfeil und Bogen. Jedoch muss man dann... Was ist denn das hier für eine Scheiße? Jedoch muss man da halt aufpassen, dass einen der Drache dann halt da nicht erwischt. Weil der wird da nicht so erfreut drüber sein, wenn man da seine Lebensexile da schrottet. Ey, was? Will mich doch verarschen. Ist doch hier nicht wahr. Und ja, dann ist es halt so, dass man sich halt im End, da man es halt nicht mit einem Sprung schaffen kann, wirklich eine kleine Base aufbauen muss. Einen kleinen Stützpunkt. Am besten aus Obsidian, wo der Drache halt nicht reinkommt. Und sich da halt immer wieder auflädt mit Leben oder sonstigen Stuff. Ist das peinlich, ist das peinlich. Das gibt es ja nicht. Und Tastatur, jetzt ist jetzt nicht dein Ernst, wa? Dass du jetzt hier, ne, den Geist aufgeben musst. Vielleicht liegt es ja auch an der Tastatur, dass ich hier immer runterfalle, dass die Tastatur immer so vielleicht die Befehle nicht vernünftig abgibt, denn ich habe so das Gefühl, dass hier mein kabelloses Eingabe-Equipment so ein bisschen den Löffel abgibt. Ich habe ja hier so ein Set gekauft damals, so Maus und Tastatur in einem. Kabellos. Die laufen noch beide zu so einem kleinen USB-Stöpsel hin. Das ist wirklich einer der kleinsten USB-Stecker, die ich jemals gesehen habe. Der ist wirklich so winzig. Und ja, auch in Folge 1 der Minecraft-Serie ist ja mir am Anfang die Maus ein bisschen weggeschmiert. Ging ja zum Glück später. Aber dennoch am Anfang ein bisschen Mucke machen, ne? Muss ja auch mal sein. So, boah, das ist doch nicht wahr. Das kannst du ja keinem erzählen hier. Sorry, ne, dass ich jetzt hier wirklich gerade mal ein bisschen gerade den Depot raushängen lasse. Wird hoffentlich in der richtigen The End Season nicht so. Wäre uns etwas kläglich. Aber gut, wo ich stehen geblieben, genau beim Enderdrachen und der Basis, die wir uns da errichten. Mir fehlen die Worte. Aber gut. Diese Basis muss halt dann da errichten und ich hoffe, das ist so planmäßig alles gut durchdacht. Und ja, wir sind da mal gespannt, was auf uns zukommt und werden halt am Anfang uns erstmal wirklich im Survival-Mode ausrüsten. Und ja, damit das halt ein bisschen länger ist, weil einfach da sich dadurch im Kreativmodus so ein paar Sachen da irgendwie... Boah, ey, leck mich an der Kimme, das ist doch hier nicht zu fassen, das ist nicht geil. Macht hier auch gerade momentan nicht so den Bock, weil man wirklich an dieser verdreckten Kackstelle die ganze Zeit hängen bleibt. Das ist einfach Kacke. Wenn man wenigstens in diese Richtung runterhüpfen könnte, ne? Das wäre noch ein bisschen was Nettes, aber nein. So, jetzt erstmal jetzt hier, jetzt konzentriere ich mich mal so ein bisschen. Also, das Ding ist einfach, dass wenn man im Laufen Shift drückt, dass der, da kniet sich ja unser Freund hier hin, ne? Unser werter Mann. Streckt da seinen pompösen Pöter jenseits, in den, also gen Himmel. Und dadurch wird die Sprungkraft, oder beziehungsweise die Sprungweite drastisch verändert, beziehungsweise verkürzt. Ja, warum nicht, ne? Hui! Ja, und dadurch wird er halt dann vom Depp zum Oberdepp, praktisch. Ja, und das ist halt so eine Abstimmung der Tasten, was man hier machen muss. Und könnte man es eigentlich mal im in der Third Person, geht das vielleicht mal? Müssen wir mal ausprobieren. So. Man sieht auch mal so meine Tastenabfolge, die ich mache. Also ich springe drauf und drücke dann sofort Shift, damit er da nicht von der Platte abschmiert. Weil mit Shift kann man ja hier so praktisch an die äußerste Kante so ranpirschen. Und ich muss sagen, das geht... der letzte Block, das ist echt so, da ist irgendwie so eine unsichtbare Wand vor, die ist mal da und mal ist sie weg. Nee, so geht das nicht, das muss man wirklich so machen. Also es raubt Nerven, das muss man ganz klar mal hier so gesagt haben. Es ist wirklich so, ne? Es nagt an den Nervenzellen. Ja.
Also das kann man wirklich nicht mit der Höhlentour vergleichen, die ich in Folge 2 unternommen habe, denn die war wirklich recht amüsant. Aber ich werde diese wiederholen, denn ich habe die Höhle wirklich. Ich bin da, als ich da diesen Diamant gefunden habe, habe ich mir auch gedacht, nee, danke, jetzt gehst du hier aber raus, weil der Diamant ist mal so der Startschuss zur Hexenjagd. Dann wirst du da verfolgt von allen möglichen Kreaturen. Und ich hatte halt wirklich High-End-Equip an Bord, so 3-4 Smaragde, den Diamant und halt noch unendlich viel Kohle und Eisen. Na, so viel auch wieder nicht, aber halt schon so 2-3 Stacks. Und das wollte ich halt erstmal in Sicherheit bringen. Und deswegen, diese Höhle werde ich auf jeden Fall nochmal besuchen, weil die war echt ganz nett. Zudem, ey, wie kann man eigentlich so dumm sein und im Sprung Shift drücken, dass der Typ da wirklich da noch wegkrüppelt und sein Ass daraus stopft. Aber wenn man's... Aber ohne geht auch nicht. Ich kann nicht mit, ich kann nicht ohne dich. Ja. Nee, aber doch, die Folge, das ist bis jetzt eigentlich alles ganz gut verlaufen. Am Anfang halt, ne, Startprobleme so, ein bisschen mit den Monstern, ein bisschen Blödelei veranstaltet. Aber muss ja auch mal sein, ne? Ist ja sonst langweilig, wenn man so einen Stock im Hintern stecken hat. Boah, aber ganz knapp. Muss Schiff wirklich drücken, wenn man im Anflug auf das Ding ist. Wenn man wirklich sicher auf dem Block ist, das ist wirklich ein Timing-Arbeit. So, jetzt kommen wir, Kollege. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Ich würde gern ausrasten. Aber ich lasse es. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich ausraste. Also, ich meine, wenn ich richtig ausraste. Dann kriege ich gar nichts mehr gebacken. Und das wäre hier eigentlich gar nicht mal so eine Veränderung. Also eigentlich könnte ich hier schon mal so ein bisschen meinem aufgebauten Frust freien Lauf lassen. Aber dennoch, ich unterdrücke es, weil das wird so ein bisschen diesen charmanten Flair der Aufnahme kaputt machen. So, jetzt, Hier ein Checkpoint, ey. Hier so ein Ding, das wird wirklich so Gold wert. Nee, das machen wir nicht. Wir cheaten jetzt hier nicht rum und basteln uns jetzt so ein Checkpoint hin. Das wäre, stand ja extra auf den Regeln, dass man hier, ne, und so, keine Blöcke abbauen soll und dies und das und Ananas. Das machen wir nicht. Das wäre nämlich dann cheaten. Das ist aber auch hier so wirklich so ein Stück da vor uns da. Wie weit geht es da noch hinten da runter? Ach du heilige. Ach du heilige Kacke. Das geht ja noch wirklich ordentlich da hinten in das Jenseits. Ich sehe da auch keinen Checkpoint irgendwo, wenn da wenigstens jetzt auf dieser Plattform da oben drauf wäre. Aber da ist halt, glaube ich, keiner. Weil diese grünen Blöckchen, die gehen dahinter noch weiter. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich hier gerade so abkrüppel. Es tut mir leid, ne, dass wir schon hier seit knapp 23 Minuten hier wirklich nur so ein Dreck auf gut Deutsch geschafft haben. Aber was soll's? Ja, was ist? Ja. Was? Ja, warum nicht? Ja, ich bin gerade so ein bisschen hier gefrustet. Mir kommen ja, ich weiß ja nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Kommen mir gleich die Tränen, du. Weil das Stück hier, das geht eigentlich so bis hier. Das ist so, das sind wirklich so zwei Blöcke und dann ab hier sind, das ist dann hier wirklich der Kack des Jahrhunderts. Jetzt komm bitte. Ja. Ich stehe jetzt hier praktisch auf diesem Leiter-Ding. Und wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ich kann ja schlecht jetzt springen. Weil wenn ich springe, knall ich da runter. Ich versuche da nochmal drauf, weil ich muss ja eigentlich praktisch hier so hin. Puh. Ich traue mich nicht. Das war gerade wirklich so Zufallstastengedrücke. Es ist ja nur so ein Katzensprung. Oh. Da will ich hin. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann bin ich aber du. Dann bin ich aber angefressen, das kannst du aber wissen.
Ich ahne Böses. Ich glaube, das wird jetzt hier schon wieder der Todesstoß. Erstmal ein bisschen hier, ein bisschen zur Ruhe kommen. Erstmal hier oben, ne? Oder was sagst du dazu? Ja. Also, ich genieße gerade den Ruhm, den ich hier erreicht habe, dass ich mich dieses Stück da geschafft habe. Und dass dieses Stück dann noch vor mir liegt. Was nicht gerade einfacher aussieht, ist da irgendwo eine. Mit Dingens Checkpoint? Nein. Jetzt weiß ich auch, warum der Macher der Map sagt, spiel ein Tiny View, damit du da nicht der irgendwie da die Checkpoints auf dich geil machen kannst. Aus. An. Aus. An. Aus. An. Aus. An. Ja. Ich trau mich nicht. Ja! Da ist der Checkpoint. Das müssen wir jetzt schaffen, ey. Komm, ich das jetzt nicht schaffe. Komm schon! Wer? Ja! Endlich haben wir diesen. Boah, diesen Dreckstück da, ey. Erstmal jetzt hinlegen und schlafen. Erstmal pennen. Erstmal zur Ruhe kommen. Erstmal sagen, gibt Schlimmeres im Leben. Na, fast, ne? So, jetzt kommt ja der Holzpart. Oh, der sieht doch ganz adäquat aus. Zieht natürlich wieder ordentlich hier an der Lebensschnur. Der ist wenigstens nicht ganz so assi. Der bremst einer noch schön ab. Das heißt, da kann man voll reinjumpen. What? Ich hab irgendwie ein Gewisch gekriegt. Du hast ein bisschen Leiter gefunzt da oben. Dürfte aber machbar sein. Ja, komm hier, ne? Ich würde ja gerne sagen, alle Anfang ist schwer. Dass nicht der Anfang ist, gilt die Regel nicht mehr. Schade. Ich frage mich, warum man eine Diamantrüstung und ein Diamantschwert hat. Weil eigentlich so, ne? Mob und so ein Kram gibt's ja hier nicht. Außer vielleicht da unten auf dem Boden. Da ist so eine Fledermaus da. Aber, ich denke nicht, dass der Sinn der ganzen Geschichte ist, diese Fledermaus unten zu erwürgen. Und die mir gerade irgendwie gehörig auf den Sack geht. Gebe ich offen ehrlich zu. Und an sich sind ja Fledermäuse schon ganz interessante Tiere. Ich meine zu wissen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, das sind diese Tiere, die nichts sehen und halt nur durch ihr Gehör und durch Laute sich fortbewegen. Beziehungsweise durch Laute ihre Umgebung wahrnehmen. Wie willst du denn das schaffen? Der Sprung war gar nicht mal so schlecht. Und ich frage mich gerade mal so, wie man jetzt da drauf kommen will. Knacks. Ey, die flattert immer um unseren Kopf da unten rum, ne? Ich glaube, die ergötzt sich immer an unseren Toten. Ja, bald ergötze ich mich an ihrem Tod. Davon kann die ausgehen. Ich finde Fledermäuse an sich eigentlich ein ganz nettes Gimmick in diesem Spiel. Schon wieder der gleiche Block, weil das verstärkt dieses Höhlenfeeling, weil eigentlich ist es ja so, dass mit Höhle oder Fledermaus, oder wenn eigentlich mit der Fledermaus immer eine Höhle oder dunkle Gruften in Zusammenhang gestellt werden. Und das verstärkt halt das Höhlenfeeling. Das ist dieser Block irgendwie, der ist so ein bisschen suspekt ist der mir. Also komm, ich bitte dich, ne, das war wirklich nur so ein Millimeter, da kann man ja wohl mal so ein, ne, einen kleinen Schub von unten geben, in Form eines Gasausstoßes. Wir probieren es mal. So. ID. Ja, ein bisschen mehr. Das ist cool, dass man im... Ich mach's jetzt mal absichtlich. Dass man im Menü die Todes-Dings sieht. Oh. Und der bewegt sich noch. Ich bin tot, aber ich kann mich noch bewegen. Er ist, glaube ich, nur rot angelaufen. Ist, glaube ich, peinlich, dass er gestorben ist. Aber spielt das alles nur halt so vor. Und deswegen kann er sich halt auch so bewegen. War komplett falsch, aber pff. Who cares? Who cares? So, jetzt kommen jetzt, ne? Bisschen die Bohnen noch von letzter Woche noch ein bisschen durchdrücken lassen. Dann läuft das da hinten gleich.
Boah, ey, komm, das ist ja wohl, den Witz. Da kannst du ja gar nicht drauf kommen, oder ich bin einfach zu doof dazu. Obwohl das mit Intelligenz eigentlich wenig zu tun hat. Ich bin mir so einen hässlichen Minecraft-Trick, so einen richtig elenden. Also mit Shift ist ja so der bekannteste, was Adventure-Maps anbetrifft. Aber ich wette, da gibt es irgendeinen Depp-Trick, den wieder jeder Hund da wieder kennt und ich wieder hier auf dem Trockenen hocke. Aber naja. Ja, okay, das hätten wir jetzt schaffen können. Ich gebe es ja offen und ehrlich zu. Ne? Der Punktestand verrät ja unseren aktuellen sozialen Standard, nämlich, ne, 0. Boah, das frisst Nerven hier. Das frisst echt Nerven. Vor allem, ich sehe gerade den nächsten Checkpoint. Das heißt, der ganze Kladderadatsch geht hier ungefähr da lang. Wenn du da hinten abkackst, dann kannst du den ganzen Trotz nochmal machen. Dann kommt ein Teil mit Zäunen, obwohl ich mich frage, wie man Zäune absolvieren will, weil da kann man ja eigentlich, soweit ich weiß, nicht hochspringen. Aber ich irre mich sowieso. Ja. Vielleicht wird der Holzpart ja sogar jetzt mein Hasspart. Bis jetzt ist ja dieser grüne Limettenpart da, oder wie auch immer der heißt. Der ist ja momentan auf Fahndungsliste ganz oben und so. Das ist cool, so ein Ladebalken. Ich wollte nur mal gucken, wie so diese Animation ist. Oder bremst an diese Druckplatte aus. Können wir die mal wegmachen? Einfach nur mal sowas können. Können wir da wieder hinsetzen. Und eine Druckplatte hier, so ein kleines Tablet hier dabei. Leider kann man das nicht benutzen, nur mit so. Ja. Also. Also mal vielleicht von hier so drauf. Ich probiere mal jetzt so ein paar Geschichten hier aus. Ey, das ist nicht machbar. Ich bin der festen Überzeugung, das ist nicht machbar. Überleg, ob man sich irgendwie hier so ein Ding klaut, was dann da dran setzt. Wollen wir es mal probieren? Ich weiß, ja, komm. Aber ich will halt auch nicht an jeder Ecke hier 10 Stunden sitzen. Wenn wir jetzt mal ganz streng mit der Regelgebung hier sind, dann heißt es, keine Blöcke abbauen. Das hier, was ich in der Hand halte, ist kein Block. Also, im übertragenen Sinne ist es kein Block. Upsala, wie ging denn das? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Jetzt kommt der gleiche Rotz doch hier nochmal. Das ist doch das gleiche, das kannst du doch gar nicht schaffen. Dann hat sich der Bauer da überhaupt Gedanken gemacht, was er hier fabriziert hat? Das ist ja hier unmöglich, der Dreck. Ich meine, die Idee ist ja ganz witzig so, mit so in der Höhe, aber ich bin der Überzeugung, dass dieses Stück nicht machbar ist. Also zumindest, ne, eben gebe ich offen zu, war mir einfach schlecht. Also ich soll es nicht verallgemeinern, waren, wa? Dann war ich. Gute Deutsch, war ich schlecht. Ja, da war ich halt einfach schlecht, gebe ich offen und ehrlich zu. Hier bin ich nicht wirklich besser, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Stück hier so nicht geht. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist zu weit. Aber ich irre mich ja sowieso. Ich will mich halt nur rausreden, dass, ne, dass ich hier nicht so schlecht dastehe. Ist ja klar. Also, dann probieren wir es halt nochmal. Ich rutsche jetzt mal mit dem Hintern wirklich hier so aus, dann letzte Rille. Ein bisschen weiter vor, damit ich nicht runterfalle. Ey, es geht nicht. Du knallst immer voll mit dem Face dagegen. Ich schraube jetzt hier mal so ein paar Zäune ab hier. Das reicht mir jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, das ist gut. Das Maß ist voll, mein werter Herr. Die Musik hat auch keinen Bock mehr. Merkst du selber, ne? Na gut. Die hat noch Bock. Die trällert da noch vorsichtig vor sich hin. Vorsichtig? Cheater! Cheater! Das ist machbar. Das ist die gleiche Distanz, halt nur nicht mit erhöhtem Block. Ich weiß nicht, wo man da so eine Kacke baut. Also sorry, aber, ne? Ich meine, ich bin gerne offen dafür, ne, dass man mich hier kritisiert und sagt, ey, du Trollo da, ne? Das kann man locker schaffen. Ich zeig dir auch mal wie.
Download euch die Map. Ich kann es wärmstens empfehlen. Es macht Spaß, es strapaziert die Nerven. Beweist mir das Gegenteil. Ich habe direkt eigentlich nichts gegen. Also ich bin der Meinung, das geht nicht. Aber, naja. Wir werden sehen. Oder wenn da vielleicht eine Leiter dran wäre, das wäre noch was anderes. Dann wäre es ja noch, dass man sich da so ein bisschen hochhangeln könnte. Ist ja komisch, dass plötzlich hier wieder alles am Schnürchen läuft. Also der Holzpart ist bis auf die eine Stelle da unten eigentlich recht adäquat gestaltet. Bis auf das ich erahne Böses. Aber naja, man soll den Teufel ja nicht an die Wand malen. Ja, das geht ja sogar. Man kann ja sich mitten in der Leiter praktisch festhalten. Jetzt kommt mir dieser komische Dreckstrick, den ich eigentlich nicht so gerne vollführe, weil das in 80% der Fällen eigentlich immer schief geht. Puh. Bis jetzt ging es aber nochmal. So, Block. So, wunderbar. Also bis jetzt muss man ja ganz klar sagen, geht der Holzpart. Ich wiederhole mich da oft, ich weiß, aber ich freue mich einfach, wenn es klappt. Ich hier nicht wie so ein Kackbuhn hier da stehe und hier wie der letzte Dorfdepp hier verkauft werde. Aufgrund von meines Erachtens Missbauen der Map. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich wirklich hier der Dorfdepp. Wunderbar, aber es ging wirklich halt nur, das muss man dazu sagen, mit diesem Zaunanbau. Ich fühle mich gerade so ein bisschen schlecht, man merkt das so ein bisschen, ich fasel da gerade die ganze Zeit drüber. Einfach weil, komm, wir vergessen es jetzt mal, ne? Jetzt kommt der Zaunpart. Der ist hart. Tipp Shift, ja danke, den Tipp, den kenne ich schon, ne? Hier, Ass in der Höhe und, ich erahne Böses. Also bis jetzt geht's, da muss man ganz klar sagen. Ist ja eigentlich so an sich, Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nie etwas gesagt. Ja, leck mich doch einer an der Kimme. Das ist ja hier eine Gaudi, ist das. Ey, diese einzelnen Pfosten, ne? Da ist ein Schwein! Schweini, ich frag mich wohl wirklich mal. Nee, stehst du bitte auf? Was machst du denn hier? Nichts. So, wir setzen jetzt mal einen kleinen Helm hier auf. Vielleicht hilft der, vielleicht bringt der Glück. Ja. Vom Dorfdepp zum Dorfkackdepp geworden. Mit Hilfe dieses adäquaten Helms, ja. Ja, der macht schon echt was her. Stylisch bis aufs Blut. Kann man so lassen. Ich hoffe, der bringt uns Glück. Das ist jetzt mein Glückshelm. Oh. Oh. Mein Schwein. Das reimt sich. Das war ja wirklich jetzt mal hier der Fail des Jahrhunderts. Wahrscheinlich war es dann der Pechhelm. Ich hüppe immer über diesen Pfosten rüber. Das ist doch nicht zu fassen. Das gibt doch nicht. Ach, muss gar nicht mit Anlauf machen, muss es ganz gewagt, vorsichtig. Ja. Ich habe mich übrigens geirrt, man kann... Danke, dass du meinen Tod so bemitleidest, liebes Schaf. Ich rechne dir das wirklich hoch an. Man kann auf Zäunen, also man kann von Zaun zu Zaun hüpfen, also stufenweise, so wie da vorne. Da. Ich dachte, das geht nicht, weil man kann ja so an sich auch über einen Zaun nicht drüber hüpfen. Es sei denn, man nimmt eine Endertruhe als Hilfe. Als Unterstützung. Ich glaube, wir ziehen jetzt hier noch so eine Diamantenbeinschutz oder man muss hier mal so ein Ding anziehen. Hat was, ne? Ja, komm, lass mal an, ist ja egal. Immer später brauchen, aber halt ordentlich verkackt, falls da noch so was wie ein Endboss um die Ecke kommt, was ich aber eigentlich nicht so wirklich glaube, wird auch gar nicht mal so zum
Gesamtkonzept hier passen. Das meine ich hier, man kann halt, ne, rüberhüpfen, das wusste ich nicht. Da habe ich mich eben vertan und da sollte ich Anlauf nehmen. Ich, Heinz, all die Heinz heißen, das war nicht böse gemeint. Ich hoffe, dass keiner von euch da draußen Dorfdepp heißt. Das wäre so ein bisschen, oder noch schlimmer, Dorfvolldepp oder Dorfkackdepp oder Kackbuhn oder was auch immer. Nehmen an, diese Namensgebung hat keiner da draußen. Sonst tut mir das leid, aber naja. Boah, ey, komm, ne? Ja, zwirbelt mir da um die Nase rum, ihr kleinen Racker. Kleine Racker. Eigentlich müsste man sagen, ihr kleinen Kacker. Weil ihr kackt einen schon echt richtig an. Ja, hier, du. Du, da unten in der Bildschirmecke. Ich sehe dich. Deine Kommentare vermerke ich auf meinem Zettel hier nebenan. Ich notiere. Jetzt ist er weg. Da ist mein Diamantenharnisch. Er dreht sich da so voller Vorfreude. Wahrscheinlich lacht er mich auch noch so aus. So, wo war Schinken? Genau, ich notiere. Moment, Zettel, Stift hier. So, hier ein Zettel und einen Stift. So, ich notiere. So, ja, nicht vergesse. M-E-E-H. So, noch Fragen? Gut, hätten wir es ja auch mal geklärt. Ich merke mir das. Es wird, ne, irgendwann nochmal auf dich zurückkommen. Dann kannst du machen, was du willst. Da kannst du noch dreimal Tastatur. Bist du jetzt immer wieder hier? Hast du Bock oder sagst du eher so, gerade nicht so. Ach, jetzt auf einmal, ne? Jetzt hüpfst du wieder fröhlich durch die Gegend. Also ich drücke hier irgendwelche Tasten, es passiert nichts. Ich stehe nicht einfach hier so dumm rum, es passiert nichts. Boah, die Batterie der Tastatur ist alle. Das kann natürlich auch sein. Wäre ungünstig, wenn das mir da so passiert. Obwohl diese Passage... Da ist ein Schild, da will ich aber jetzt noch hin. Komm, ich will das Schild noch sehen. Jetzt, komm, mach mal Tacheles hier. Komm, jetzt packen wir es hier. Jetzt machen wir hier diese ganze Adventure. Machen wir jetzt nämlich hier zunichte. Oder auch nicht. Sind euch gerade diese braunen Flecken da unten aufgefallen? Genau da. Da ist ein brauner Fleck, so. Da ist eine Fledermaus. Das Schaf frisst Gras. Ja? Also, ich quark gerade zwar Kacke, aber ich wollte nur mal anmerken. Schafe fressen Gras. Da. Überall solche kleinen braunen Felder. Warum fressen Schafe Gras? Damit sie noch was zu fressen kriegen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Grasesser. Obwohl, ich glaube, in irgendeiner Kultur gibt es ein Grasgericht, was mit Hilfe von Gras oder Grasextrakt oder Gras hier, Gras da, also jetzt das normale Wiesengras, ne, sollte eigentlich jedem bewusst sein. Ich kenne eine Kultur, wo Gras als Konsummittel benutzt wird. Also intensiv. Ich rede auf jeden Fall gerade von dem Wiesengras, von dem, was man halt mit dem Rasenmäher halt abschert. Von dem Zeug spreche ich. Ich meine, irgendeine Kultur ist da, die das irgendwie als Gericht, also als Landesgericht nimmt. Aber ich könnte mir jetzt 10 Kulturen nennen. Ich könnte die da nicht rausfiltern. Ich weiß es absolut nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wo ich diese Info her habe, aber ich habe sie. Oh Gottes Willen! Was war denn das? Ich meine, ich hätte da locker rüberspringen können, aber dann ich, Torfnase, muss natürlich da hinten runterhüpfen. Ja, wie könnte es anders sein? Boah, Alter, ne, aber diese kleinen... Ich hab mir schon gedacht, wenn wir auf diesen Quadratmeter-Dingern da schon Probleme haben, wenn wir auf diesen Quadratmillimetern immense Dinger kriegen. Ich meine, ich glaube, so früh dermaßen abgeschissen sind wir noch nie. Und ich glaube, so gerade ist irgendwie ein bisschen der Touch raus. Ne? Wenn es erstmal hat, wenn erstmal so die ersten Dinger laufen, dann geht das auch. Nur wenn man so diese Probleme bekommt, dann bleiben die auch. Ja, die sind hier nicht mal ebenso lösbar, wie das ja sonst immer so schön heißt. Jetzt komm, jetzt nicht verkacken hier, ne? Ja, super. Oh. Mhm.
Das denke ich mal machbar. Diese Doppeldinger sind eigentlich recht angenehm. Also Einzelteil. Ach, hier ist unser Eisding und da vorne, ne? Da ist es ja hier wieder diese sagenumwogene Stelle. Ich habe hier so ein paar Stellen, wo ich sage. Ne, so ganz im Ernst. Boah, ich dachte, ich kipp runter. Ich hätte 5 Euro drauf gewählt, dass ich da jetzt hinten runterfalle. Aber. Dem ist nicht so. Oh Gott, nein. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Das ist doch alles nicht wahr. Wir hatten es doch gerade so schön. Wieso mussten das alles wieder kaputt gehen? Das ist die gleiche Stelle wie vorher. Wir kacken jetzt wieder an der gleichen Stelle ab. Ich kann das schon genau ausmalen. Jetzt rennen wir wieder 20.000 Mal über diese verdreckten Zäune, ja? Irgend so eine Fledermaus ergötzt sich da unten, ja? Ich glaube, irgendwann werde ich das Diamantschwert dazu benutzen, da unten kaputt zu kloppen. Dann wird schon sehen, was er von ihm gequieke hat. Und das Mäh, das habe ich mir notiert, ja? Da war das gar nicht so tun da unten, als wenn ich das nicht wüsste. Den Kommentar habe ich mir vermerkt, ja? Es ist eine Farce und ich glaube, man hört meine Tastaturschläge gerade sehr, weil ich prügel da gerade ganz schön drauf. Man seht ihr mal, wie ich in innerlicher Rage bin, mich aber trotzdem hier noch äußerlich sehr zurückhalte. Ja? Aber in mir kocht es. Ich überlege, ob ich mir gleich irgendwie ein Spiel reinziehe, wo man dieses ganze aufgekochte... Das Kochen auf... Wollte schon sagen, Wasser. Gut, nehmen wir Wasser. Das ganze aufgekochte Wasser wieder abkühlen kann. Und irgendwie so ein richtig schönes Zerstörungsspiel. Oder wir zerbomben gleich die ganze Map. Oh nein, das machen wir nicht. So fies sind wir nicht. Das wäre nämlich dann unethisch gegenüber dem Map-Erbauer. Ne? Wir machen uns hier Gebrauch von seiner wunderbaren Map, welche sehr kompliziert ist. Und, zerfetzen eine Map, das geht ja nicht, das ist ja wirklich unter aller Sau. Aber trotzdem muss man sagen, die Map an sich gefällt mir gut, also die Idee ist ganz witzig gemacht, aber ich habe das Gefühl, das ist ja alles ein bisschen eintönig, aber ich meine, gut, was willst du auch in diesen Höhen anders machen? In diesem Jenseits hier oben, wo gerade Janis steht, da kannst du eigentlich nicht viel groß verändern. Und der Touch wäre einfach weg, wenn halt hier wirklich so Landschaftsflecke wären, wo man halt drüber hüpft. Ich überlege die ganze Zeit nach irgendeinem interessanten Thema, was man hier mal aufwerfen könnte. Nicht so ein Kackthema, irgendwie so ein Alltagsding, sondern irgendwie mal was zum Nachdenken anregt. Aber mir fällt an sich jetzt auch keins an. Ich will es auch nicht einfach so stumpf hier so ein Thema reinwerfen. Muss ja schon so ein bisschen wie zum Kontext passen. Aber ich meine, Zäune? Ich meine, ich habe erklärt, warum ich keine Zäune mag. Okay, aber ich meine, fällt zu Zäunen nicht viel mehr ein. Weil... Naja, ich meine, es sind halt auch nur Zäune aus Holz. Und beim Holz fällt mir eigentlich nur so spontan als diskutables Thema der Regenwald ein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich erstens nicht die Lust habe, zweitens ihr nicht dazu gewollt seid, das zu hören, und drittens einfach der Umschwung zu stark ist, dass ich mich jetzt hier mit euch über den Brandrodungswanderfeldbau der Südamerikaner im tropischen Regenwald unterhalte, ne? Weil das ist nämlich... So an sich, ich habe das in Erdkunde mal gehabt, dass der Brandrodungswanderfeldbau halt die da unten alles niederbrennen und dann mit den ganzen Viechern, mit den Fledermäusen und Schafen und was nicht alle und Moment. Ja. Dann halt weiterziehen und dann wieder alles wegbrennen und bla. Also ich will das jetzt hier nicht erklären, weil wie man sieht, es treibt in den Ruinen, weil das ist nämlich wirklich ein Thema zum Einschlafen. Mir fällt doch gar kein, natürlich fällt mir ein besseres ein, aber kein passenderes. Schwierig, schwierig ist das hier, ne? Schwierig, schwierig. Aber, ja. Wieso? Tastatur, ey, komm, ist jetzt nicht dein Ernst. So, Leute, komm, ich bin jetzt hier mal... Das sieht jetzt hier keiner, ne? Das ist wirklich jetzt halt hier nur so, ne? Ich hab halt nur... Ich kann die Zäune einfach hier nicht mehr sehen. Nee, es geht einfach darum, dass ich hier gleich schon eine ganze Stunde sitze und hier wirklich da in dieser trostlosen Welt hier rumpalabere. Was eigentlich nur so ein kurzer Ersatz für Folge 2 werden sollte. Das ist ein relativ langer Ersatz. Ich bezweifle, dass noch welche zugucken. Wenn ja, dann Hut ab und so, ne?
deswegen werde ich mir jetzt ein bisschen hier die Welt erleichtern. Ich weiß, sie haben einfach noch nicht cheaten und keine Blöcke abbauen. Aber komm, sind wir mal ehrlich, ne? Mein Finger schmerzt bis zum Geht nicht mehr. Wir sind hier einfach die Themen ausgegangen. Und mit wem soll ich die Themen diskutieren? Außerdem, mir ist auch warm. Und mein Finger tut weh. Was ich hoffentlich schon einmal erwähnt habe. Also man merkt's, ne? Jetzt hab ich... Jetzt ist mir gerade so eingefallen, dass ich jetzt hier gerade den ganzen schönen Zaun weggebastelt habe. Und nebenbei einen Ausflug ins Jenseits gemacht habe und somit, ja, meine ganzen Zäune verloren habe, wie meine Aufnahme, Folge 2. Und ich denke, dass dieses Stück hier wirklich so den Todesstoß gibt, den wortwörtlichen Todesstoß. Und ich denke, wir haben einen Großteil der Adventure Map jetzt hier absolviert. Ich denke nicht, dass ich es weitermachen werde, weil es ist jetzt ja auch nicht so das Mega-Ding, ne? Ich habe halt überlegt, was machst du? Wollte halt erst so einen kleinen Minecraft, ich sag mal, Film produzieren, aber das war mir dann auch zu viel Arbeit. Ich meine nicht, dass ich jetzt da nicht groß Arbeit investieren will und würde, aber ich wollte halt nur eine Kleinigkeit machen, damit halt das auch nicht so weit, dass es nicht als gesondertes Projekt rüberkommt. Habe halt überlegt, was kannst du noch in Bezug zum End machen, und ich hatte auch keinen Bock, jetzt halt den Enderdrachen zu besiegen, weil das so ein, das nimmt halt so ein bisschen alles vorweg. Hab halt so ein paar Maps im Internet angeguckt, was man machen kann. Die meisten einfach viel zu groß, die meisten Adventure-Maps. Bei ein paar war halt das Nette, dass die noch eine Geschichte erzählt haben. Ich meine, die Geschichte hier ist einfach, du steuerst auf einer Plattform, siehst das, hast keinen Bock, springst darüber, hast noch weniger Bock, kommst hier an, hast am wenigsten Bock. Und ich hoffe, dass das vielleicht eventuell das Ziel ist. Und wenn nicht, und wenn wir das ja wirklich jetzt machen würden, und das ist nicht das Ziel, ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich mir halt so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, was kann man hier als Ersatz dafür nehmen für die Folge 2. Und bin halt zu dem Entschluss gekommen, so eine kleine Adventure-Map zu machen. Und fand die halt so an sich von der Idee ganz nett. Zum Licht erstmal machen. Entpuppte sich jetzt halt als Nervenfresser, was die, denke ich, aber alles sind. Aber halt, ne, ist halt auch wirklich schwer, jetzt wirklich hier noch jetzt auf dem letzten Drücker noch jetzt alles herauszuquetschen. Deswegen kann ich hier eigentlich jetzt... Ne, das geht nicht. Muss ich hier bei den Optionen, bei der Multiplayer-Einstellung den Chat zeigen. So. Der sagt, denke ich mal, alles aus, was man wissen muss. Ich wage es nicht zu zählen. So, das sieht jetzt mal hier keiner, ne? Was ich jetzt hier gerade eintippe. Das ist jetzt wirklich halt nur, ne, so für die, was ich die benötige Berechtigung, um diesen Befehl einzugeben. So, zack. Dann fliegen wir das ganze Stück hier mal ab. So, jetzt den Chat wieder ausmachen. So. So, das wird dann halt hier lang gehen. Zack, zack. Wir hüpfen das jetzt mal hier entlang. So. Das Stück können wir jetzt hier mal eben noch schnell hüpfen. Wäre jetzt nicht so kompliziert gewesen. Almost there. Also, das wäre dann das Ende gewesen hier oben. Eigentlich so, also an sich machbar, aber ich halt einfach jetzt wirklich, ne, ich will nicht wissen, wie oft wir da noch jetzt tatsächlich letztendlich, und was ist denn das hier? Wenn ich einfach jetzt mal von hier, von diesem Mittel, ja, da runterhüpfen kann. Doch, ist machbar. Dann noch zum Schluss hier noch so eine kleine nette Brücke hier, ne, sehr kompliziert gebaut. Ironie-Modus off. Ich hab mir da schon gedacht, da geht's nämlich noch weiter. Und, das wäre einfach too much gewesen, und ich will halt auch nicht 10 Folgen jetzt davon machen, wirklich das als kleinen Ersatz für Folge Nummer 2 machen, das geht ja hier noch ellenlang weiter. Noch ein Graspart, meine Tastatur sagt wieder Adios. Jetzt sagt sie wieder Adios. Nee, komm, jetzt bleib mal hier am Start, los, komm jetzt auf den letzten Meter hier. Ach, da kommt der dualige Kacke, was ist denn das hier alles noch, du? Das wäre lustig gewesen, das wäre lustig gewesen. Jetzt kommen wir Diamanten, das ist ja so dieser Final Block, das muss der letzte gewesen sein hier. So, jetzt arbeite kurz einmal Cut. Ja, wir sind am Ende angekommen, haben das hier wunderbar geschafft. Ich hoffe, man sieht gerade nicht diese kleine Avira-Meldung, die sich gerade aufgeploppt hat, wenn... doch, tut mir das leid. This isn't the end. The cake is a lie. This isn't the cake a lie. Man kommt an den Cake nicht dran, oder wie ist das jetzt? Ach, der... Ach, dieser Cake ist eine Lüge. Scheißkuchen. Okay. Dann, ist hier noch weiter. Dann plumpst man hier in den Abgrund.
oder eigentlich da auf dem Bett. Und hier ist der Cake. Ja. Ja, das ist ja natürlich jetzt zum Schluss natürlich der Frust gewesen, wenn ich meinen Kuchen nicht bekommen hätte. Moment, ich mach mal eben noch einmal hier kurz, ne? Diesen hier. So. Na, Schild, jetzt geh mal weg hier, ne? Weil ich will meinen Kuchen essen. Iss den Kuchen. Iss den Kuchen. Ah, ich muss erst ein bisschen hier Dingens verlieren. Ein bisschen, bisschen essen. Mir schwinden die Worte, wie man merkt, weil ich bin. Es ist auch. Wie spät ist es denn? Oh, 1 Uhr nachts. Ne? Sind wirklich sehr beschissene Umstände, wenn man das mal so sagen darf. Wenigstens ein Stück Kuchen will ich aber noch hier essen. Ne, jetzt kommt aber hier, ne? Was ist denn das hier? Ach komm, wisst ihr was? Du bist gestorben, Punkte, Stand 0 und der Maxi fiel aus zu, gro, männliches Geschlechtszeichen, R, Höhe. Ja, ich wiederbelebe mich jetzt nicht, gehe auch nicht ins Hauptmenü, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass welche bis zum Ende ausgehalten haben. Ich denke mal, ich werde zwischendurch einfach mal ein bisschen cutten, weil es ist uns einfach 1 Stunde 5 Minuten, ist einfach viel zu lang. Ja, eigentlich gibt's sonst nichts mehr zu sagen. Folge 3 wird dann regulär wieder schön, ne? Original und in voller Länge und in voller Größe und in voller Pracht auf diesem Kanal erscheinen. Falls ihr bis zum Ende geguckt habt und trotzdem den Anfang nicht so ganz gepeilt habt, meine Folge 2 ist halt weg. Das war der Ersatz. Ich blende euch jetzt nochmal hier auf Wiederbeleben, ja, auf diesem Button Wiederbeleben, die Folge auf Daniels Kanal ein, damit ihr dann trotzdem Folge 2 aus Daniels Sicht sehen könnt. Der bastelt dann an der Hütte ein bisschen rum. Also Wiederbeleben, die Folge 2 und ja, wir sehen uns dann in Episode 3. Bis dann! So, das war's auch schon mit dem etwas zu lang geratenen Ersatz für die verschwundene Folge 2. Ich habe halt zwischendurch mal so ein paar Passagen rausgeschnitten oder mit der Geschwindigkeit ein bisschen rumgespielt, damit es halt nicht den Stundenrekord noch knackt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas gefallen, auch wenn es ab und zu ein bisschen langatmig war. Ja, ich freue mich, euch in Folge 3 wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.